Einer der bedeutsamsten Orte beim Weltjugendtag ist Randwick Racecourse. Dort wird der Heilige Vater am Samstagabend die Vigil und am Sonntagmorgen die offizielle Weltjugendtagsmesse feiern. Es gibt vier Punkte oder vier zentrale Bereiche mit Anbetungsgebäuden, zu denen die Pilger Zugang haben. Außerdem gibt es ein großes Gebäude hinter uns. Das sind die größten Dinge hier, die Bühne ausgenommen. Beichte findet auch in diesen Bereichen statt, aber eher unter freiem Himmel, unter den Sternen. Es gibt dafür kein eigenes Gebäude, sondern einen abgetrennten Bereich, in dem ca. 10 Priester für die Beichte Platz finden. Die Liturgie ist das Wichtigste, deshalb haben die Aufbauarbeiter ihr Bestes getan, um alles gut vorzubereiten. Dieses Gelände hier und die Bühne, sowie an allen Orten des Weltjugendtages, wurden mehrmals von Bauexperten, vom Kardinal und vom Vatikan inspiziert, um den Pilgern die bestmöglichste Erfahrung zu ermöglichen. Die Bühne sieht toll aus. Innerhalb weniger Tage wurden sie von Andrew Murphy und seinem Team von ESS Construction aufgebaut. Das Dach ist 40 x 30 Meter groß. Fast 1000 Menschen haben auf der Bühne Platz. 500 Bischöfe und Kardinäle, 300 bis 350 Chorsänger und das Orchester. Der Altar wird 8 Meter weiter oben aufgebaut. Das Dach der Bühne wird um 17 Meter erhöht. Alles in allem ist das eine tolle Leistung.